So, hallo und herzlich willkommen wieder bei Mass Effect Andromeda und natürlich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, jetzt will ich mal schauen, was hier alles auf dem Schiff so los ist und mal mit den ganzen Crewmitgliedern wieder quatschen. Mal sehen, ob sich da irgendwas Neues tut und ob die mir was hier erzählen wollen. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei den nächsten Fortschritten zu Mass Effect Andromeda und wir schauen einfach mal, was hier noch so passieren wird. Was gibt's? Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Gut. Weil der ist schon mal tote Hose. Ich habe gehört, Sie haben eine Stase-Kapsel von der Salarianischen Arche gefunden. Eigentlich hat sie jemand anders gefunden. Aber ja, das stimmt. Das ist wunderbar. Ich weiß, es ist nicht die Arche selbst, aber jedes Zeichen von ihr ist besser als nichts. Bitte, wenn ich irgendwie bei der Suche behilflich sein kann, fragen Sie einfach. Oder fragen Sie was anderes. Ich mag Ihre Gesellschaft. Wissen Sie, ich habe noch nicht viele Salarianer getroffen. Vorsicht! Je nachdem, wen Sie fragen, sind wir hinterhältige Spione, geniale Forscher oder übereifrige Wissenschaftler. Wir müssen das ganze Leben in knapp 40 Jahre packen. Alles wird beschleunigt, die Linien verschwimmen. Ich hoffe nur, dass wir unsere alten Fehler hier draußen nicht wiederholen. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. O'Connell, unser Systemdesigner, hat ein Modell für die Energieverteilung im Schiff entworfen und installiert. Aber er hat vergessen, sein Terminal zu sperren und wir haben es ein wenig verbessert. Der arme O'Connell war 2 Tage lang überzeugt, dass das Einschalten sämtlicher Lichter im Badezimmer den Maschinenkern überlastet. Nett. Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich mag Peavy, aber ich kann nur hoffen, dass sie sich nicht mal versehentlich gegen den manuellen Auslöser der Rettungskapsel lehnt. Ist das so einfach möglich? Es ist eine Rettungskapsel. Wenn die Benutzung kompliziert ist, hat man sie falsch konzipiert. Da ist was Wahres dran. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Kaderaport ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie ist großartig. Vor allem, da wir keine anderen haben. Auch wieder wahr. Gibt es sonst noch etwas, das wir besprechen müssten? Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Brauchen Sie etwas? Soll ich irgendwas für Sie erledigen? Danke. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Zwei Kryokapselpunkte verfügbar. Okay. Auch okay. Tech mit Materialien. Oh, kommt was zusammen. Ach so, damit habe ich das auch eingesammelt. Okay.
Das ist sehr schön, was ich da sehe. Ich habe auf einmal 200 Objektplätze Platz. Wunderbar. Endlich ist Ruhe mit vollem Inventar. Mann, Mann, Mann. Kiosk an- und Verkauf. Gut, also das, was ging, habe ich hier auch verkauft. Sehen, wo ich hier noch so halt. Ist ganz anders. Oh, hier ist was fertig. Erkundung des Unbekannten.
Sensoren haben ein neues, potenziell wertvolles Gebiet entdeckt. Stellen Sie ein Erkundungsteam zur Untersuchung zusammen. Gut. Also, das ist erledigt. Hier ist keiner zu Hause. Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Ich finde hier ständig Krümel auf der Theke. Vergessen Sie, Strack. Ich nehme Ihnen den Küchendienst nicht ab. Ich denke, irgendwas knabbert an unseren Vorräten rum. Irgendwas, das nicht hierher gehört. Vielleicht sogar was Leckeres. Ah, okay. Ich halte die Augen nach blinden Passagieren offen. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Paycheck am Arsch? Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Berufene sind ziemlich nervig. Sie sind schnell und erzeugen irgendeinen komischen Nebel, der Sie und Ihre Freunde verbirgt. Sobald man einen Berufenen erledigt, verschwindet auch der Nebel. Sie sollten sie also möglichst schnell ausschalten. Wenn Sie mich fragen, sind Sie die perfekten Ziele für Granaten. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Okay, Erwählte. Es ist nicht gut, wenn einem zu viele von denen auf einmal zu nahe kommen. Ziehen Sie sich einfach zurück, wenn Sie Ihre Schilde treffen, und überlassen Sie sie mir. Ich wette, die sind es nicht gewohnt, von einem Korgana überrannt zu werden. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Gut, hier gibt's eine neue Aufgabe, der Krümel. Spur folgen. Ah. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Hängt ja auch nicht viel davon ab. Es ist nur unsere beste Chance, Meridian zu finden. Stress. Ich mag Stress. Zum Glück gelten überall im Universum dieselben physikalischen Gesetze. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier. Versuchen Sie es mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab. Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam? Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Tafino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Eigentlich wissen wir noch zu wenig, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Na schön. Dann... Tebi-Reliktscanner, E-Mail lesen. Okay. Gut, jetzt schauen wir erstmal,
was die anderen noch so erzählen können. Wo ist Cora? Da. Ryder? Ach komm. Wir sehen uns später, Cora. Passen Sie auf sich auf. Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Och, das. Ein Hustenanfall später kriege ich wieder ein bisschen Luft. Sehr schön. Oh Mann, ich sag's euch, Leute. Taugt die beste Krankheit nix. Ist im Moment echt zum Kotzen. Alter, ich muss ja da unten noch durch. Fühlen Sie sich gut? Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ach so. Fähigkeiten zurücksetzen. Nein, ich nicht vor. Tarf, Uni. Eine Heimat auf Vold. Irgendwie. Fühlt sich trotzdem gut an. Reden wir später weiter. Alles klar. Brauchen Sie etwas? Ich kann unterbrechen, was ich gerade mache. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Na schön.
So, was haben wir denn hier? Neues Projekt von PB Unrider. Hey ja, ich habe ein neues Reliktprojekt in Arbeit. Eine große Sache. Besuchen Sie mich doch mal in meiner Kabine auf der Tempest, ja? Pathfinder, ich habe in dem Sicherheitsvideo von Spender eine Spur entdeckt, der wir nachgehen könnten. Was hast du rausgefunden? Ich aktualisiere Ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Okay. Halt, Phoebe wollte mich sehen. Pock, Pock, Pock. Du wirst Wegbereiter für viele große Dinge sein, mein Freund. Hallo, sie heißt Pock? Ja, Proof of Concept, um sie von Zapp, ihrer aufgemotzten Kampfversion, zu unterscheiden. Zapp, gefällt mir. Ja, hat was. Die Speicherbox aus dem Gewölbe auf Eos war der Schlüssel zu allem, einschließlich des Einbaus der Reltec, die sie mir gebracht haben. Aber unsere neuen Beobachterfreunde sind erst der Anfang. Ich arbeite jetzt an etwas, das noch größer ist. Ich bin ganz Ohr. Also folgendes. Wir können nur nach Reliktsignaturen scannen, die wir bereits kennen. Mein Scanner macht das rund um die Uhr. Aber wenn ich die richtige Reltec einbaue, können wir den Cluster nach beliebigen Reliktsignaturen durchsuchen, auch nach solchen, die wir nicht haben. Mein Scanner wäre dann buchstäblich ein Relikt-Geheimnisdetektor. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Sagen Sie das nicht, Lexi. Sie würde sofort nach einem Heilmittel suchen. Ich bin nach Andromeda gekommen, um das Unbekannte zu berühren, um zu finden, was noch nie gefunden wurde. Sobald ich diesen Scanner perfektioniert habe, werde ich genau das tun. Ich brauche dafür lediglich 3 bestimmte Reltec-Teile. Das kriegen wir hin. Sie sind der Hammer. Pock und Zapp finden das auch. Ich habe das erste Teil bereits ausfindig gemacht. Es ist auf Eos. Ich lade die Koordinaten hoch. Okay. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Ich habe in letzter Zeit ständig Tagträume, die sich um die Schwerelosigkeit drehen. Ich auch. Wollen wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen und den Traum wahr werden lassen? Unbedingt. Wir haben echt viel Spaß, hm? Aber jetzt zurück zur Tagesordnung, Pathfinder. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Na schön. Gut, damit haben wir jede Menge Aufgaben wieder auf der Galaxy-Karte. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Okay, okay, okay. Jagd auf den Archon da oben. Vetronix Mittel und Zwecke, ihre Loyalitätsmission. Auf Aya gab's noch was zu erledigen, genau. Ihr Laden ist noch was. Eos kann ich wieder besuchen. Eieiei. Und hier hinten ist doch auch was. Nee. Tja. Und jetzt wohin? So. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Spenders Verbindung nach Kadera untersuchen.
und landen mal wieder auf dem Planeten. Ja, will ich. Sie haben verpasste Anrufe auf der Tempest. Schauen Sie bitte vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Gut. Dann nehmen wir halt das noch mit. Alle Systeme im grünen Bereich. Ein Rider von PB Pock. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich. Pock ist die erste meiner Schöpfungen, von der ich glaube, dass sie mir nicht bald zum Hals raushängt. Und das will wirklich was heißen, glauben Sie mir. Eines Tages, wenn wir diese Relikttechnologie mal völlig verstanden haben, wird Pock die Leute von den Socken hauen. Ich weiß nicht genau, warum ich entschieden habe, Ihnen das zu schreiben. Seltsamer Impuls. Da muss ich ein wenig drüber nachdenken. Die VidCon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Dann schauen wir mal, was sich hier tut. Ryder, ich habe gerade an Sie gedacht. Ich würde liebend gern genaueres erfahren, aber das hier ist kein privater Kanal. Ich könnte es Ihnen ja bei ein paar Drinks erzählen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Bitten Sie mich gerade um ein Date? Ich verspreche, ich werde ein wahrer Gentleman sein. Und wenn ich gar nicht will, dass Sie sich wie ein Gentleman verhalten? Ja, dann lässt sich auch das machen. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn Sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten. Ach, das war damit gemeint. Na schön. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Hallo. Jetzt im Orbit von Kadera.
Wenn ich schon hier bin, dann treffe ich mich jetzt auch schnell noch mit den Reyes. Die Feierlichkeiten sind offenbar bereits im Gange. Mr. Vidal wollte sich mit Ihnen am Eingang treffen. Halt! Privatveranstaltung! Ryder, Pathfinder und eine extrem wichtige Persönlichkeit. Auf der Liste steht kein Ryder. Er gehört zu mir. Reyes Vidal. Gehen Sie rein. Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Ich hätte nicht gedacht, dass Reyes Freunde hat, nur Kontakte und Kollegen. Oh, die bin ich auch. Wer hat ihm wohl eine Einladung zu diesem Event beschafft? Ich hatte gehofft, dass er sie mitbringt. Er redet nur noch von Ihnen. Ach, tatsächlich? Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Sie werden noch den ganzen Spaß verpassen. Ich hole Ihren Vorsprung wieder auf. Versprochen. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach. Genießen Sie die Party. Dann machen wir das jetzt mal so, wenn ich schon hier bin. Pathfinder, welch unerwartete Überraschung. Es ist nett von Ihnen, eine Party für die Einheimischen zu schmeißen. Wir wissen beide, dass es mir dabei nicht darum geht, nett zu sein. Dann ist es eben clever. Ja, ich mag es, wenn alles zivilisiert abläuft. Genießen Sie die Party. Pathfinder, welch unerwartete Überraschung. Sloan, was ist los? Ich dachte, wir wären Freunde. Wie schön, dass dieses Missverständnis jetzt aufgeklärt ist. Trinken wir nachher was zusammen? Nein. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf Sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbannten. Sie veranstaltet diese Partys, um mein Volk zu beschwichtigen. Aber das wird nicht ewig funktionieren. Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kedaraport von großem Wert. Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Ephra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kedaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbanden und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet.
Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein, aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Er mag sie. Den Eindruck habe ich auch. Dabei hält er sich doch für so subtil. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder. Schleichen Sie sich jetzt schon uneingeladen auf Partys, Ryder? In Helios ist es ziemlich schwierig, an kostenloses Essen und Bier zu kommen. Aha. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht, aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht, Pathfinder. Dann wollen wir doch mal sehen, was er vorhat. Na schön, dann schauen wir mal. Verflucht. Warum können die Lagernummer nicht am selben Ort sein? Von wegen, lassen Sie uns was trinken. Ich hätte wissen müssen, dass Sie irgendwas vorhaben. Ryder, es ist nicht so, wie es also aussieht. Also nutzten Sie mich nicht als Ablenkung, um rumzuschnüffeln. Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Oh. Sorry. Ich denke, wir sind wieder sicher. Das war nur Ablenkung. Es bleibt unser kleines Geheimnis. Na endlich, da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky, das ist ein Schatz. Den teilen wir doch, oder? Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Dass es nicht leicht wird, war klar. Aber dass es so schwierig wird... Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Dafür, dass es von Ihnen kam, klang das überraschend aufrichtig.
Ich bin immer aufrichtig, Ryder. Auf meine Weise. Ah, schön. Haben wir auch das hinter uns gebracht. Auf Ärger warten und irgendwo ist da noch. Ja? Bist du? Der Tar? Alles okay? Das geht sie nichts an, Enard. Tut mir leid, ich wollte nicht aufdringlich sein. Was anderes kann ihresgleichen ja nicht. Sie sind immer aufdringlich. Sie leben unter Sloan und ich verstehe, warum Sie so denken. Aber wir sind nicht alle gleich. Sie sehen anders aus als die anderen. Sauberer. Also, was ist Ihr Problem? Meine Schwester Morga arbeitet an den Rohren. Sie sorgt dafür, dass die Stadt gefiltertes Wasser hat. Aber sie ist seit 3 Tagen verschwunden. Ist Morgas Arbeit gefährlich? Manchmal schon. Das Wasser von Kedara ist stark säurehaltig. Die Reparatur eines lecken Rohrs kann schwere Verätzungen zur Folge haben. Aber niemand kennt das Filtersystem von Kedara besser als Morga. Ist es für Ihre Schwester normal, dass sie sich nicht meldet? Überhaupt nicht. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Die anderen wurden ermordet, als die Kette auf Kedara eingefallen sind. Ich werde nach Ihrer Schwester Ausschau halten. Danke. Pathfinder, wir könnten die Gitter benutzen, um die Rohre aus sicherer Entfernung zu scannen. Okay. Na schön. Gut. Eigentlich wollte ich ja hier Geschichte vom Drag weiterverfolgen. Schaffer. So, das machen wir jetzt auch. Jetzt hier aber die Karte mal mit anschau. Ich hier. Ja. Back. All. Cora. Die noch nie gefunden hier. Bin ich gerade hier, dann gehe ich mal zur Kuh. Muss hier irgendwo in der Ecke sein. Da ist er. Bewachen Sie die Tempest? Den Nomad. Er hat ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, als wir ihn ausgeladen haben. Und ist deutlich leichter zu entwenden. Ich hielt es für eine gute Idee. Bisher wurde erst 3-mal versucht, ihn zu stehlen. Und es gab ein Kaufangebot. Wie hoch war das Angebot? Nur damit ich weiß, was für einen Wert das Ding hat, mit dem ich rumfahre. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, als er fragte, ob ich im Lieferumfang enthalten sei. Merkwürdig. Wahrscheinlich habe ich ihm missverständliche Signale gesendet. Hihihi. Okay. Okay. Ach, dann halten wir uns hier einfach nochmal ein bisschen auf und stöbern uns hier durch. Wenn wir schon hier sind, können wir ja so viel wie möglich mitnehmen. Die Vitalwerte sind negativ, Pathfinder. Seit 3 Tagen tot.
Das passt zum Zeitablauf. Ich muss es ihrer Schwester sagen. Das ist bitter. Du bist wieder da. Ich habe eine Leiche zwischen den Rohren gefunden. Es könnte Morga sein. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine arbeiten. Kommen Sie klar? Ich werde es überleben. Wie immer. Danke. Na, das war ja mal einfach. So, wenn ich das richtig gesehen habe, müsste dann hier drin Jarl noch zu finden sein. Pathfinder, haben Sie Fragen über das Kollektiv? Danke für Ihre Zeit. Gerne, Pathfinder. Nichts zu danken. Ach, ein Berg finde ich hier. Wissen Sie, Kedara ist gar nicht so schlecht. Die Nexus könnte sich einiges davon abschauen. Wer, denken Sie, könnte der Scharlatan sein? Jeder oder keiner. Viele geben sich lieber mit einer Geschichte zufrieden, als sich der Realität zu stellen. Ich nehme an, Sie haben eine Meinung zu Sloan. Das ist doch milde ausgedrückt. Sloan hat die Seiten gewechselt und den Aufstand unterstützt, als sie Leiterin der Nexus-Sicherheit war. Ich mag Ten genauso wenig wie Sie, aber Loyalität ist wichtig. Wie finden Sie diesen Ort im Vergleich zu der kroganischen Kolonie? Kann man nicht vergleichen. Die Kolonie gehört uns. Sie ist gut für Kroganer. Aber die Exilanten hätten hier auch etwas Schönes, wenn sie sich nur vertragen würden. Warum trinken Sie hier und nicht im Tartarus? Weil hier Umi ist. Sie versteht mich. Zumindest checkt sie immer nach. Und nicht zu viel Spaß, ja? Mal sehen. Ach, der ist auch da. Pathfinder, ich fühle mich hier unwohl. Ich versuche zwar fröhlich zu sein, aber es gelingt mir nicht sonderlich gut. Jarl, reden Sie leiser. Warum? Ich schäme mich nicht für meine Gefühle. Werde ich für irgendetwas gebraucht? Oder kann ich weiter hier rumstehen und mir vorstellen, ich würde ein Bad in der Geißel nehmen? Ein Bad in der Geißel? Ja, das wäre deutlich angenehmer als das hier. Vergiss es. Na schön. Was kann ich Ihnen bringen? Whisky, pur. Anders servieren wir ihn auch nicht. Na gut. Ich muss mich hier ja nicht besaufen. Sich hin.
oben hier raus, rechts. Ach, da hinten bist du. Was gibt's? Offenbar ist die Hälfte der Leute, die ich kannte und die nach dem Aufstand gegangen sind, hier gelandet. Gut für sie, gut für mich und gut für die Nexus. Aber das habe ich natürlich nie gesagt. Ich habe auch nichts gehört. Danke. Es ist auch zu ihrem Schutz. Wenn die Führung rauskriegt, dass sie wissen, dass ich hier handle. Sie haben schon genug Probleme. Ich will denen keinen Grund geben, sich einzumischen. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe noch einiges zu erledigen, also lasse ich sie jetzt gehen. Sie sind zurück. Ausgezeichnet. Ach so, der hat nichts. Gut, dann halt nicht. So, hab nur jetzt mal schnell ordentlich die Heizung aufgedreht, weil es hier jetzt wirklich ein wenig kalt ist. Teil der Familie. Schließt euch den Verwandten an. Pathfinder, ich fürchte, Sloan hat sie auf die Liste derjenigen gesetzt, die von uns nicht rekrutiert werden. Aber wir können uns doch trotzdem unterhalten, oder? Ich würde gerne mehr über die Verbanden erfahren. Ich werde Ihre Fragen so gut ich kann beantworten. Erzählen Sie mir von Sloan. Vor dem Aufstand war sie Leiterin der Nexus-Sicherheit. Sie gab ihre Stellung auf, um uns zu beschützen. Ohne sie wären wir jetzt tot. Kennen Sie sie persönlich? Natürlich. Sie legt größten Wert darauf, jeden einzelnen ihrer Leute zu kennen. Was deutlich mehr ist, als der Scharlatan von sich behaupten kann. Was bedeutet es, zu den Verbanden zu gehören? Den meisten Leuten gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Etwas, das in Helios dringend gebraucht wird. Sie haben sich auf der Nexus nicht sicher gefühlt? Sie waren während des Aufstands nicht dort. Es war das reinste Chaos. Und diese Idioten an der Spitze haben alles nur noch schlimmer gemacht. Dank Sloan haben wir jetzt Strukturen, eine Familie. Sie sind unter Sloans Herrschaft also glücklich? Ich denke, das bin ich. Obwohl ich natürlich etwas anderes erwartet hatte, als ich mich in der Milchstraße verpflichtet habe. Aber ich kam nach Andromeda, um Teil von etwas Größerem zu sein. Und genau das bin ich bei den Verbanden. Kann sich jeder den Verbanden anschließen? Abgesehen von mir, natürlich. Jeder kann sein Interesse bekunden. Das letzte Wort bei der Aufnahme neuer Mitglieder hat aber Sloan. Ich nehme an, es gibt eine Art Auswahlverfahren. Alle Rekruten durchlaufen eine Reihe von Prüfungen, in denen ihre Ausdauer, ihre Loyalität und ihre Intelligenz auf die Probe gestellt werden. Das Verhältnis zwischen den Verbanden und dem Kollektiv scheint ziemlich angespannt zu sein. Sie sind ein Haufen scheinheiliger Emporkömmlinge, die ihre schmutzigen Methoden hinter ehrbaren Geschäften verbergen. Sehen Sie. Genau das meinte ich mit angespannt. Sloan wird kurzen Prozess mit Ihnen machen. Warum hat sie das nicht bereits getan? Es steht mir nicht zu, Ihre Methoden in Frage zu stellen. Kadera gehört uns und nichts wird daran etwas ändern.
Das war vorerst alles. Man sieht sich, Pathfinder. Na dann. Sehr freundlich, das Ganze hier. Okay. So. Nochmal hier rein. Nochmal das auswählen. Jetzt müsste ich hier eigentlich soweit alles erledigt haben, was irgendwie geht, sodass ich mich endlich dem Thema hier widmen kann. Aber, wieder mal ganz ehrlich, Spielzeit ist rum für diesen Abschnitt. Ich fahre noch nach unten. Ja. Und mache dann einen Break unten in den Slums. Und das Thema schauen wir uns dann in einer weiteren Folge bei Mass Effect Andromeda an. Aber jetzt heute nicht mehr. So. Ein Anruf von Sloan. Von Sloan? Wirklich? Ich muss mit Ihnen sprechen. Kommen Sie allein. Worum geht? Sie hat aufgelegt, Pathfinder. Ist ja reizend. Dann sehen wir mal, was sie will. Oh. Komm schon. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich erstmal da raus. Die kann warten, die Troller. Gut, das führt mich hoch dahinter. Ui. Na schön. Ist jetzt die Frage. Ist jetzt die Frage, von welchem Aufklärungsposten ich am besten dorthin gehe. Aber wie gesagt, nicht mehr jetzt. So, an der Stelle sage ich Servus. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Bei mir ist jetzt hier Feierabend erstmal. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet viel Spaß bei diesem Videomitschnitt von Mass Effect Andromeda. Ja, ansonsten wie gehabt. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr wieder vorbeischaut, einen Kommentar hinterlasst oder auch ein Abo dalasst oder. Von daher, haltet die Ohren steif, macht's gut und ich wünsche euch was. Euer Captain. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.